Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon's Dogma Dark Arisen. Im Wald geht's weiter. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wo es hier lang geht. Ich habe den Weg gar nicht mehr im Hinterkopf, aber wir sollten weiterhin Ausschau nach diesen Medaillons halten, die an den Bäumen hängen irgendwo. Denn damit... Spideys. Denn damit lässt sich dieser Nebel hier lichten. Böse Viecher. Okay, ich glaube, ich habe alle erwischt. Ein Schuss in den Arsch und das war's. Und ich komme hier gar nicht weiter, wie ich gerade sehe. Ach, verdammt. Aber hier gibt es noch ein bisschen Erz. So, ein bisschen Kupfererz. Ich habe noch nichts gecraftet, aber dazu komme ich hoffentlich bald. Ich will das nämlich unbedingt mal zeigen. Oh Mann, da komme ich nicht rauf. Schönes Ding. Wie mache ich das denn? Ach, guck mal, das geht. Haha. Ist nicht so im Sinne des Erfinders, dass man sich hier durchkämpft, ein bisschen durchklippt, aber... Naja, es war nicht wirklich durchgeklippt. So. Oh, ich habe noch Quina dabei, nicht vergessen. This place has many names, but the Witch Ward is that most oft heard. Okay. Langer blauer Kilt. Wow. Der Hexenwald, ja, ja. Ich mach das mal lieber auf die normale Weise, dass ich da nicht irgendwie von oben runter springe. Also noch ist es ja nicht gefährlich, aber das liegt wohl daran, dass es schon wieder fast morgen ist. Oh, guck mal, da ist eine Hütte. Vielleicht sind wir hier schon richtig. Leere Flasche. Schau mal an. Ich glaube, wir haben es geschafft, hä? There. That must be it. Come on, Kaz. Okay. Und hier können wir noch ein bisschen was sammeln. Seht mal, das sind lauter Kräuter im Garten. Ups. Oh, eine kleine Nuss. Ransiskraut. Ich brauche noch ein bisschen Königslorbeer. Pilze. Oh. Ja, nehmt ihr das mal. Was es hier nicht alles gibt, wenn man mal die Augen aufhält. Oder war noch eine kleine Nuss? Meine Nuss. Okay. Die Möhren übrigens, die kann man, glaube ich, altern und dann verkaufen. Also altern lassen im Inventar. Bärenmopsen. Da gibt es sicher was für, wenn man alle, ja, alle Nebel-Talismane ausschaltet. Guck mal hier. Das Haus der Hexe. Ich mach doch mal die Lampe wieder an. Es ist doch sehr dunkel hier. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen Öl nachfüllen. Man sieht das ja leider nicht so gut, wie der Füllstand der Lampe ist. Das Haus der Hexe. Jetzt stellt sich nur die Frage, ist es eine gute oder eine böse Hexe? Begging your pardon, but we seek the witch of these woods. Oh? A great and aged woman? Perhaps you might have seen her? The witch? You seek... Grandmother? Your grandmother? Yes. Where might we find her? I would ask her aid in a dire matter. She is dead. She died, as all must. Oh. What of you then? Know you aught of the dragon? Can you read the worm speak?
Gran told me. The Faith knows. It cloaks the dragon, cloaks the truth. Those who search for truth outside the Faith are branded heretic. So your grandmother told you not of the dragon, that the Faith might leave you be? Yes. Then it seems we must turn to the Faith if we are to learn more. You have our thanks. We'll leave you in peace to return to our village. Jo, kennt ihr das Buch Der Weg war umsonst? Might I know you? You seem familiar. Gran spoke of this. Said not to speak with you. With people from beyond the wood. Okay. Hey, Südlanddost. Eine Pflanze, die im Süden von Grancis gedeiht. Kombiniert sie mit anderen Dingen, um etwas von Nutzen herzustellen. Ich gebe mal Grancis Kraut. Herbs? Ah, for brewing ale. Very well. Here, you are welcome to these. Und die Quest ist fast fertig. Jetzt müssen wir das nur noch abgeben. You have need of me? Herbs? Ah, for brewing ale. Very well. Erlesenes Kräuterbier. Ja, lecker Südlanddost. Ja, die liebe Selene ist nämlich eine Bierbrauerin. Wer hätte es gedacht? Tiefroter Ring. Du brauchst eine Figur. Ich kann mir einfach alles klauen. Das ist zwar ein bisschen fies, aber das stört sie auch nicht. So, wo habe ich dann die Spitzhacke, die zweite? Ich gebe mal Sorsha eine, dann kann sie nämlich auch ein bisschen Erze hauen. So. Ja, das war's leider schon. Es gibt auch keinen schnellen Weg zurück zu Selene. Die jetzt quasi die Hexe des Waldes ist. Ja, und Quina läuft einfach wieder zurück zum Dorf. Na gut, wir haben sie jetzt auf jeden Fall gefunden und gerettet. Vor was auch immer. Ja. Einmal die Lampe füllen. Jetzt müsste sie wieder ganz voll sein. Oh, seht ihr. Jetzt ist auf jeden Fall schon mal das Licht wieder viel heller. Ich gehe mal zurück und werde mal schauen, ob ich nicht noch ein paar... Ah, guck mal. Genau, ihr habt mir jetzt von dem Schnellspeichern erzählt. Das war auf PlayStation, glaube ich, genauso. Aber das ist ja schon ewig her, ne? So, ich mache mal die Lampe aus, oder? Ich meine, es wird schon langsam Tag. Leider kann man jetzt bei Selene auch nicht pennen. Aber guck mal, da ist einer. Na komm. Jawohl. Das haben wir. Oh. Den habe ich. Hey. Wo sind die Spideys? Ich sehe die Spideys nicht, da war aber noch einer. Hey, Rang verbessert. Habe ich die Sau. Oh, es ist echt so dunkel. Ich muss nochmal die Lampe anmachen. Das war's also mit dem Wald. Ich glaube, ich werde mich hier auch raus teleportieren. Nee, ach Quatsch. Nee. Am Ende des Waldes gibt's noch was. Oh nein. Oh, nicht die. Ich glaube, die kann ich nicht verletzen mit physischen Waffen, oder? Oh, doch kann ich. Kann ich. Jawohl. Oha. Nein. Lass ihn. Ja.
sicher. Boah, guck mal. Die machen schon ganz schön Aua, obwohl sie mich nicht wirklich physisch berühren. Toxiniumsplitter. Hier noch irgendwo was fallen lassen. Wo ist er? Oh nein, lass sie. Lass die Olle. Das war's. Das erledigt das Vieh. Man hat nicht mal was fallen lassen. Frech. Frech, frech, frech. So, eigentlich sollte Sorsha jetzt hier auch... Oh. Eigentlich sollte sie jetzt auch Erze abbauen, aber ich glaube, ich habe sie noch ein bisschen zu schüchtern eingestellt. Oha, es wird erst Nacht hier. Ich habe gedacht, wir haben schon bald wieder Tag. Nee, nee. Das war eine Fehlannahme. Eigentlich sollten wir uns ja verziehen aus dem Wald. Das werde ich jetzt auch mal machen. Guck, Sorsha baut jetzt auch Erze ab. Hey, wie oft geht denn er noch? Ah, jetzt ist fertig. Südlandeisen. Nee, gut, komm. Ich würde sagen, wir hauen mal ab. Wir gehen wieder zurück. Nach Cassades. Aber das werde ich nicht im Schnelldurchgang machen. Also nicht mit dem Reisestein. Sondern ich werde laufen. Denn da gibt es vielleicht noch ein paar Gegenstände auf dem Weg. Ich meine, das war so. Wir müssen sowieso nochmal zurück in den Wald später. Da gibt es mehrere Anlaufstellen für Quests, sage ich mal. Und es gibt sowieso recht viel Backtracking, leider. Also, ja, was heißt leider? Es ist sehr abwechslungsreich. Und man muss nicht allzu viel rennen hier. Keep your eyes sharp, Arisen. We may find paths in unexpected places. Ich glaube, ihr seht schon, warum im Dunkeln losziehen eine ganz schlechte Idee ist. Die Sicht ist sowas von beschränkt. Man sieht halt echt gar nichts. Und es ist wieder neblig wie Sau. Das ist echt unnerving. War hier nicht noch irgendwo so ein Sturmteil? Nee, da ist schon der Ausgang. Super. Ein Mangel an Lampenöl könnte die ewige Finsternis bedeuten. Die machen sehr oft Anspielungen auf die Lampe, dass sie mein Herzblut ist oder, ja, ewige Finsternis. Aber ich glaube, ohne die Lampe wäre es hier echt sehr, sehr krass dunkel. Also man sieht wirklich nichts. Das ist recht heftig. Guck mal, genau das meine ich. Gelehrtenumhang. Oh nein. Guck mal, die kleinen Mistkerle da unten, die haben jetzt alle Fackeln. Aha. Fliegen. Da. Abgestochen. Jawohl. Ein Mistkerle rufen Verstärkung. Mann, Mann. Ja, sehr gut, Sorsha. Sehr, sehr gut. Habt ihr das schon aufgesammelt? Ihr seid ja schon flinke Kerlchen, ne? Meine Vasallen. Die sind genauso gierig wie ich. Ich weiß, die Regel besagt eigentlich erst töten, dann plündern, aber ich bin da ganz genauso. Achso, ich muss für dieses Amulett, für dieses Suchermedaillon muss ich da hoch. Und ich muss den Doppelsprung können, habt ihr mir schon geschrieben. Naja, nächste Station ist auf jeden Fall Grand Sorin. Und da werde ich mal ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Also craften ist leider nicht ganz rentabel. Zumindest nicht, wenn man so mittelmäßige Waffen hat wie ich gerade.
Die kommen halt mit der Zeit. Je weiter man fortschreitet in der Story, desto besser werden die Sachen, die man sich jetzt hier leisten kann. Bei Händlern. Vor allem Waffen. Verbrauchsgüter glaube ich gar nicht mal so sehr. Schon wieder eine neue Quest. Oh, 30 Kobolde. 10 Harpien. Und... Hehehe, nein. So, wir bleiben bis zum Morgen. Das ist nämlich hier am billigsten. Eigentlich ist es auch bescheuert. Casades ist unser Heimatdorf und wir könnten hier kostenlos pennen. Nein, wir müssen dafür zum Gastwirt. Oh, cool. Jakon oder Jakon. Dankeschön. Ja. Was hast du denn gekriegt? Oh, Lazarussteine. Vielen, vielen Dank. Und sie hat Gegnerwissen erhalten. Dankeschön. Dankeschön. How did I perform? I tried my... Das hast du gut gemacht, mein Liebchen. Ja, wieder. Vielen, vielen Dank für die ganzen Sachen, die ihr mir zuschickt. Nur übertreibt's bitte nicht, denn sonst renne ich hier bald rum mit einer Million Gold und hab die beste Ausrüstung. Aber ich nehme natürlich immer gerne was. Gerade so Sachen wie Lazarussteine, die sind ziemlich praktisch. Da kann man zum Beispiel NPCs mitbeleben. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. NPCs, die gestorben sind, ja, das dauert jetzt jedes Mal ein bisschen, deswegen raste ich nicht so oft im Gasthaus. Die kann man damit wiederbeleben. Ansonsten würden sie, glaube ich, sowieso wiederkommen alle paar Tage. Ist ziemlich nett. Also das Spiel bietet mehr, als man jetzt denken könnte. Weil es ist, wie soll ich sagen, es ist nicht sehr deep. Also es ist mehr oberflächlich leider. Doch trotzdem erzählt es einige spannende Geschichten. Finde ich zumindest. So, wir lagern erstmal ein bisschen was ein. Geringes Maß an Gesundheit. Ein erhebliches Maß an Gesundheit. Ich bin ein bisschen überladen, ne? Bestienrippchen, Riesentrauben. Nom nom nom. Kräuterbier, das muss ich, glaube ich, abgeben. Geringes Maß an Gesundheit. Eine Pilz. Ein ansehnliches Maß, okay. Heilbrunnen. Oh ja, die sollte ich mir auf jeden Fall aufheben. Blendpfeil. Ich nutze die sowieso irgendwie nie, aber die wiegen gar nicht besonders viel. Goldener Talisman. Gut. Die kann ich alle einlagern, das macht gar nichts. Außerdem wiegen die auch eine ganze Menge. Suchermedaillon, Fußeisen. Der Kilt. Ja, das ist nur für Magier, das kann weg. Der Umhang. Das ist auch nicht besonders gut. Dass es nicht eine Taste gibt, dass man alles einlagern kann, finde ich ein bisschen blöd. Aber solange ich, glaube ich, in der weißen Kategorie bleibe von der Belastung her, da geht das. Was sammelst du denn einmal auf, sag mal? So. Hier ist es fast noch schlimmer als in anderen Spielen, was die Items angeht. Okay, denn man kann hier wirklich alles aufsammeln. Das ist schlimmer als in Witcher. Glaubt's mir. Witcher ist dagegen ein Witz. Ich glaube, ich habe sonst kein Geschäft mehr mit Quina, also was ihre Quests anging. Oder? Ich muss gleich nochmal schauen, aber ich meine, das wäre es gewesen. Vielleicht muss ich später nochmal mit dem Dorfältesten reden. Naja. Oh, wie schnell das geht. Cool. Ich muss gar nicht so viel rumpalabern. Aufträge, was haben wir denn da noch? Den Waldschrat Moris leeren. Chorgesang der Hölle. Schattenwölfe, Hasen, oh Gott. 45 Hasen. Da habe ich noch was vor mir, ne? So, das sind übrigens alles, oh, gut, die kann ich abgeben. Das sind hier alles so die Kill-Quests. Davon gibt es mehr als genug, also... Ach, Königslorbeer. Die Vasallengilde. Ah, okay. Oh Mann, ich muss doch ins Dorf zurück. Naja, das mache ich dann gleich nochmal. Ich hole mal die neuen, Sucher-Medaillon-Quests.
Die werden nämlich aufgefüllt, sobald man hier ein paar gefunden hat. Da gibt es wieder mehr davon. Guck mal, pass mal auf. Hier. Da. Man kann eben immer nur 6 gleichzeitig haben. Finde ich ein bisschen schade. Weil die liegen doch oft ein bisschen näher beieinander. Das ist ziemlich doof gelöst, finde ich, ehrlich gesagt. So, nee, da muss ich doch nochmal zurück nach Kassade. Es bleibt kein... Nee. Erstmal zur Kneipe. Erstmal zur Kneipe. Ja, die Amulette hole ich mir auf jeden Fall alle, aber das mache ich dann wirklich off-cam irgendwann mal. Und auch dann nur, wenn ich ziemlich weit bin im Spiel. Die kann man nämlich für sehr viel Geld verkaufen, glaube ich. Ich meine, sowas war's. So, komm mal hier, ich habe dein Bier. Ja, ja. Weiter Bier. Ja, und schon wieder ein Level up. Es geht wirklich schnell am Anfang, ne? Beschafft das Tributregister in Grand Sorin. Okay. Na gut, dann halt nochmal zurück nach Kassadis. Ich meine, was soll's. Und ihr seht schon, wir haben jetzt einen kleinen Teil aufgedeckt, aber vieles ist auch nochmal in gewisser Weise instanziert. So der Wald von Grancis. Der Hexenwald. Ist doch nochmal ein ganz eigenes Gebiet für sich und der ist größer, als man denkt. Ich meine, ich bin ja jetzt schnell durchgelaufen, aber wenn ich jetzt alles erforschen, dann, ja, da kommt noch ein bisschen was. Ja, das Upgraden. Das kann ich auch in Grand Sorin machen beim Schmied. Aber das ist eh mein Bester. Das ist ein guter Mann. Kina is safe. Thank the Maker. Pray, forgive her. If she acts the fool, 'tis only 'cause concern overwhelms her. She's like you in that. Always setting off without so much as a thought. Most like the fault of ill parenting, which makes the blame mine then, eh? Aha. Ja, ja, die arme Quina. Die hat's nur gut gemeint, die wollte uns helfen. Ich will nicht zur Schattenfeste. Aber ich könnte woanders hingehen. Oder sollen wir erstmal die Story... Wir machen erstmal die Hauptstory weiter, komm. Jetzt haben wir ja das mit Quina gemacht. Das heißt, wir können ganz unbesorgt die anderen Quests angehen, weil ihr habt mir ja schon geschrieben, dass das wohl verbuggt ist, so ein bisschen. Sprich, ja... Wenn ich die jetzt gemacht hätte, hätte ich, also die Vasallengilde, könnte ich zum Beispiel das im Wald nicht mehr machen. Und das sind ja auch noch Folgequests, die da auf uns zukommen mit Selene und Quina. Das wäre jetzt dann alles für die Katz, sozusagen. Wow, guck mal das Licht, wie es hier reinstrahlt. Das ist so schön. Ich rede mal mit ihm vielleicht. Horngild, it's past here and to the left. The road has opened, you're free to pass. But I'll thank you not to make trouble with that lot. Okay, ich bin ja artig. So, da werde ich erstmal ein bisschen upgraden. Oh, guck mal, der hat auch eine Quest für uns. Hey, Kumpel. You seem the type unlike to judge a man by his mien alone. I would ask you a favor, sir. If a wise choice. I warrant you'll be eager to hear what I have to say. I have long searched for a certain tome, Salomet's Grimoire. It is said its pages hold the power to grant the reader command of grand arcane magics. The book itself is ensorcelled, you see. Even a novice is as a grand wizard with that grimoire in hand. I would ask you to seek it out and bring it to me, sir. Recompense? Pray. Let us speak of such things once you have found the book. Aha, erfahrt mehr über das Grimoire. Aber erstmal würde ich sagen, wir verteilen mal Skills. Ich glaube, ich nehme mal eine andere Klasse. Ich nehme mal den magischen Bogenschützen. Okay, das ist alles ziemlich... So. Und zwar den magischen Bogenschützen würde ich gerne nehmen. Der ist ziemlich gut. Primärwaffe, Dolch und Stab und den magischen Bogen. Der kann nämlich alles Mögliche lernen. Ich glaube aber, ich kann immer noch... Oh, der hat alles ausgezogen. Warum das denn? So, wo haben wir es denn? Genau die Klamotten wollte ich. Nee.
Das hier, ne? Oder wollte ich das hier? Ich wollte das anziehen. Sehr gut. Nehmen wir die. Oder die, die sind sogar noch besser. Klasse. Die Schuhe dazu. Da haben wir auch nichts Besseres zurzeit. Ich finde es ein bisschen doof, dass man alles ablegt, sobald... Oh, warte mal. Dolchmeister, Stabmeister, Flinkheit. Ha, Kamin des Grauens, würde ich sagen, oder? So, da kann ich sekundär... Achso, ich kann mich entscheiden zwischen Dolch oder Zauberstab. Ach, warte mal. Erst noch die Skills lernen. Sonnenexplosion. Tritt nach unten, rammt beide Klingen in den Boden und kanalisiert Magie, um so eine magische Flamme zu erschaffen. Cool. Eis und Regen. Ziemlich cool. Und suchender Pfeil. Schießt magische Pfeile, die selbst ihr Ziel finden. Nice. Oh, ich hab noch nicht mehr. Das kann ich auf... Ja. Suchender Pfeil. Ach, da haben wir den Kamin und den Kamin des Grauens. What will it be today? Dann nehme ich noch die Sonnenexplosion. Beißender Wind. Oh komm, nehmen wir den. Der hat nicht viel Durchschlagskraft. What will it be today? Have your pick. Come again soon. Ich lasse das mal. Ich habe jetzt einfach noch einen Bogen zusätzlich. So, wo haben wir ihn denn? Der magische Bogen. Nee, Stäbe will ich ja wie gesagt erstmal nicht. Auch wenn ich mir jetzt den Ring angezogen habe. Die Magieschleuder. 12.000 ist schon ein bisschen Geld, ne? Und Magieschleuder. Als sekundäre Waffe. Cool. So, ich würde sagen, nächstes Mal machen wir weiter. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns zu Dragon's Dogma Dark Arisen. Bis dann.